Hallo, ich grüße euch. Der Options Trader hier, Martin. Hallo. Bitte den Risikohinweis lesen. Bitcoin. Im Monthly Chart sehen wir, dass der Markt hier seit einigen Monaten etwas schwächer geworden ist. Der ADX selbst ist noch gleichbleibend. Also wir sind im monatlichen Chart noch auf der bullischen Seite in der Form. Alle drei Indikatoren. Parabolik D plus und oberhalb der 20er MA hier bei den Bollinger Bändern, und das heißt ja, dass wir also grundsätzlich bullish sind, aber der Markt sucht hier sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit hier die Unterstützung, ne? Also ich sehe hier einen ganz großen interessanten Bereich bei der 6,8, ne? Wann er jetzt diesen Bereich testen möchte und ob das überhaupt bei diesem Bereich bleibt, denn die Moving Averages verändern sich ja, wobei ich nicht ganz glaube, dass dieser Moving Average sich drastisch ändert jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten. Und so wie die Situation hier aussieht, dürften wir diese Region sicherlich antesten wollen. Das Big Picture ist immer sehr wichtig. Im Trading ohne Big Picture weiß man nicht, was das Small Picture will. Und es ist eigentlich egal, was man tradet oder wie lang oder kurzfristig man tradet. Es ist immer sehr wichtig, dass man weiß, wo entsprechende Unterstützungs- oder Widerstandszonen im Big Picture sind. Im Weekly sehen wir, dass wir hier schon bärischer sind, auch wenn D Plus momentan noch dominiert. Der ADX ist hier bei 35, also noch recht schwach, aber fallend. Also sprich, der dynamische Aufwärtstrend ist immer mehr, wird immer mehr zur Schiebezone. Und in der Schiebezone hat der Markt oft natürlich dann mehr Kraft, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Er hat hier die unteren Bereiche hier getestet. Der Markt lauert. Ihr seht, das Momentum jetzt auf der Longseite kommt nicht so richtig in Fahrt. Der maximale Rebound wäre hier für mich die 9,7. Ist noch lange hin. Glaube aber eher, so wie das Sentiment hier aussieht im Weekly, dass wir hier, also die Woche ist ja flach, hat ja hier sehr dünn geendet. Also nach so einem Abverkauf erwartet man einfach da, dass der Markt so ein bisschen noch kommt. Tut er nicht. Ja. Und im Daily sehen wir schon ganz klar stärkeren Abwärtstrend, schon dynamisch seiend. Ja. Allerdings hier auch schon der ADX sehr hoch, sehr stark, deutet darauf hin. Ja, es deutet eigentlich nicht genau auf etwas hin, aber klar, ein ADX in der Form bleibt nicht ewig so stark. Aber von der anderen Seite her kann man nicht sagen, dass es jetzt hier, dass der Markt jetzt hier drehen wird in der Form. Momentan ist einfach der Abwärtstrend voll in Gang und es gibt sehr wenig Informationen, wo man sagen müsste, okay, da tut sich was. Also der Markt bleibt brav im Trend. Die Zonen, die ihr anschauen sollt in den nächsten Tagen, wenn der Markt auf Schlusskursbasis die 833 in der Form so ungefähr, also 8337 knackt auf Schlusskurs, dann könnte er Richtung 8846 kommen. Erstmal auf Schlusskursbasis, ne, im Daily-Bereich. Wenn er es nicht schafft, hier drüber zu schließen in den nächsten ein, zwei Tagen, vermute ich, wird er das Abwärtsmomentum weiter fortführen. In 4 Stunden tut er das schon, auch wenn schwächelnd. Man bedenkt, es kommen natürlich immer wieder Hoffnungen rein, dass der Markt steigt, und dadurch kommt es dann öfters in einem Abwärtstrend auch so zu diesen Gegenbewegungen. Das ist also sehr typisch bei Bitcoin, ein bisschen typischer. Es ist in Anführungszeichen ein neuer Markt, trotzdem funktionieren die wiederholbaren Setups 1 zu 1 wie bei Märkten, die schon 40, 50 Jahre jetzt hier an den Börsen sind sozusagen. Sehr interessant finde ich das auch. Ja. Zeigt aber immerhin, dass die Preisaction und die Natur der Bewegung, die Natur der Preisaction dahingehend also sehr gut studiert wird durch die Bänder und den ADX, und sehr faszinierend, ja. Und wir sehen hier
kurzfristig hier eine kleine Aufwärtsbewegung. Aber auch hier sollten wir in den 4 Stunden die 8175 in der Form knacken. Dann würde es ein bisschen besser aussehen, da hätte man ein bisschen Luft nach oben. Sollte aber der Markt diesen Bereich hier nicht knacken, also sprich erstmal oberhalb der 20er MA kommen hier, wird auch der Abwärtstrend hier weitergehen in den nächsten 4 Stunden. In den Stunden sieht es ein bisschen besser aus, wenn man das jetzt mal so betrachtet. 4 Stunden haben wir ja gesehen, leicht schon, zwar abwärts, aber leicht hier positiv. Hier haben wir eine mögliche Übernahme, sage ich mal, nach der ADX-Schule hier. Die ist aber noch nicht vollzogen. Das ist aber allerdings etwas bullischer. Wir haben die Parabolik unterhalb der Preis-Action. Wir haben hier den Markt oberhalb der Bollinger-Bänder noch. Also es läuft hier langsam an. Der ADX selbst fällt noch. Es ist eigentlich noch eine Range, aber noch ein paar Stunden, ein, zwei, drei Stunden, wenn er dieses Level hier hält und leicht höher kommt, wird er dann auch das 4-Stunden-Chart ein bisschen verbessern. Dann wird er hier die Bollinger, ne, da will er wahrscheinlich hin. Jetzt mache ich es mal kurz hier mit den zwei Zahlen hier. Ich habe jetzt hier in TradingView hier diese Einstellung, wo ich jetzt hier parallel zwei Bildschirme haben kann und verschiedene Zeiteinheiten diskutieren. Wie ihr seht, das Fadenkreuz geht an die gleichen Stelle hier bei beiden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Habe ich bei der TWS jetzt so nicht gefunden. Das finde ich sehr, sehr schön bei TradingView. Wir sehen auch so ein bisschen, was der Markt gegebenenfalls sucht. Ihr seht, er will hier Richtung in diesem Bereich. Also da ist er eigentlich schon. Und gerade wenn wir sprechen, sehen wir, da will er hin. Und wenn er auf Schlusskurs diesen Bereich hier schafft, wissen wir, was er hier bei dem 4-Stunden-Bereich macht. Da wird es eine grüne Kerze geben, wenn er das auf Schlusskursbasis schafft. Übrigens im Trading ist Schlusskursbasis das A und O. Ne? Ihr müsst Schlusskursbasis-Experten werden. In verschiedenen Zeiteinheiten, da gibt es keine Antwort, sondern es kommt darauf an, was du tradest, wie lange du tradest. Wenn du weißt, was jetzt in deiner Zeiteinheit wichtig ist, dann guckst du natürlich die kleineren Zeiteinheiten an, und wenn sich da etwas auch entwickelt, hast du da eben parallel öftere sehr gute Einstiege. So, das heißt, in der Markt hier wird es wahrscheinlich eine grüne Kerze geben, wenn er auf Schlusskursbasis in der Form, auf Schlusskursbasis, klar, dann hat es ja geschafft. Aber während den 4 Stunden, klar, sind wir hier in diesen Stunden drin, und wir sehen das, wenn er jetzt hier die DE Plus Richtung DE ADX steigt, ja, wenn er das hier macht, dann wird er wahrscheinlich hier angreifen und dann wird es hier zu einer grünen Kerze kommen. In der Form. Was ist los? Hier prallt der Markt hier ab. 8175, das wäre jetzt hier auf der linken Seite. Ne, schaut mal her, auf der linken Seite dieser Bereich. Und da seht ihr, dass der Markt hier öfter abprallt. Das macht Sinn, das ist dieses Ding. Das heißt, der Markt schafft es momentan nicht. Die 20er MA, das ist momentan doch schwer tradable. Man könnte aber hier, das ist natürlich jetzt verzögert, das ist nur zum Training. Ja. Aber das sind wiederholbare Muster, die man erkennen und auch traden kann. Wäre sicherlich ein Stop jetzt in diesem Bereich, ja, leicht oberhalb der 20 MA, jetzt hier, wo ich jetzt bin, interessant. Ja, das könnte halten, ja, denn hier hat der Markt eine Chance, den Abwärtstrend hier weiter fortzuführen, denn D- ist hier dominierend, und es ist dann meistens auch sehr wahrscheinlich, dass der Markt hier von hier aus
dann den Trend fortführen kann. Es ist allerdings auch ein fallender ADX, also wir haben kein Momentum. Deswegen kein klares Signal in der Form. Aber mein Bauch sagt, dass der Markt ihm fehlt momentan die Kraft hier in diesem Bereich. Und das sind ja schon einmal 4 Stunden. Diese 4 Stunden sind jetzt 3,5 Stunden alt. Ihr könnt ja im Nachhinein schauen. Das Video wird wahrscheinlich dann auch, werdet ihr irgendwann am Sonntag sehen, am 7. Da sind sicherlich noch 1, 2 Candles dazugekommen. Niemand kennt die Zukunft, aber du kannst das im 10-Minuten-Chart sehen, wird der Markt hier drehen und hier vor allem auf Schlusskursbasis bleiben und schaffen wir es auf zum Ende der 4 Stunden jetzt hier die 20er zu durchbrechen, könnte der Markt jetzt in diesem Bereich, wie gesagt, hier sich verhalten, aber momentan sieht es eher so aus, dass er hier im unteren Bereich jetzt das hier, wenn er das auf Schlusskursbasis knackt, die 8128, dann sieht es auch im 4 Stunden bärischer aus, sage ich mal. Ja. Dann sieht es im Daily auch weiterhin dynamisch bärisch aus. Das heißt, wir sind hier im dynamischen Trend. Das Daily sollte die 8336, wäre jetzt die Parabolik. Im Weekly, wie gesagt, sind wir eigentlich auch nicht mehr so, so bullish. Waren wir auch nicht. Das war also fetter Abverkauf hier. Wir haben uns nicht erholt. Das heißt, wir könnten hier verweilen, aber langfristig, das sind wir jetzt sogar hier weiter weg natürlich, in 10 Minuten. Ja. Wäre das hier zum Beispiel, das wäre hier das Hoch der letzten Woche, 8517. Ja. Dann, wenn er das schafft, wird er hier wahrscheinlich ein bisschen näher an der 20er MA kommen. Das sind so die nächsten Stufen, wo er sich hocharbeiten wird, will. Ja. Schwierig jetzt, also je nachdem auch wie kurzfristig oder langfristig man das tradet, also für einen Stunden-Swing-Trade, könnte hier oder müsste jetzt dieser Stop halten, 8103, dass man sagt, okay, ich versuche in den Stunden jetzt hier ein Aufwärtsmomentum ein bisschen mitzukriegen, in der Hoffnung, dass er hier der D Plus jetzt die Übernahme macht. Ne? Also Dominanzübernahme im ADX. Bist du im Daily unterwegs, bist du eher Short. Ne? Das heißt, du kalkulierst hier kleine Korrekturen ein, aber du bist grundsätzlich noch im Downtrend. Ne? Das ist der übergeordnete Trend. Das Weekly auch. Das Weekly, obwohl, nein, Entschuldigung, das Weekly ist nicht bärisch und das Weekly ist noch bullisch, aber sehr dünn, sehr schwach. Ja, jetzt ist gerade hier die Entscheidung, gerade in solchen Phasen des Marktes entstehen eben die Trading-Chancen. Ja, da muss man sich mit den kleineren Zeiteinheiten durchwurschteln, denn der Markt hat hier eine ganz große Chance zu korrigieren. Das ist genau der interessante Punkt im Markt, dass er hier wieder sich erholt oder er bricht durch. Das heißt, wenn D minus jetzt D plus kreuzt und dann Richtung ADX läuft, sehen wir tiefere Zahlen. Also das ist jetzt auf jeden Fall hier der Sachstand. Wenn ich das Monthly allerdings wiederum betrachte und wir wissen, dass er da ein bisschen runter will, auf die 7000, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er hier dreht. Und da kommen wir eben zu der gesamten Thematik im Trading, was ja auch, das ist oft falsch diskutiert. Das Wissen allein und um die Ziele alleine reicht es nicht. Denn auch wenn wir wissen,
dass der Markt gegebenenfalls hier hinkommt im Monthly. Das ist hier nämlich die 20er MA. Wissen wir ja nicht, was er vorher macht und wann er das macht. Ja, dazu brauchen wir die kleineren Zeiteinheiten. Er kann ja jetzt hier Rebound machen und von hier nochmal durchstarten. Ja, das heißt, je nachdem, wie du mit dem Money Management hier drin hängst, mit dem Short, bist du vielleicht zweimal raus und hast am Ende vielleicht trotzdem recht, aber du kannst es nie wissen, wann er es macht. Das wirst du auch nie wissen. Und deswegen brauchen wir einen Navigator. Das ist jetzt nur das Big Picture und in dem Small Picture siehst du dann, wenn er die Richtung einschlägt oder welche Richtung er einschlägt. Und deswegen brauchst du Ziele, was du tradest, deinen Zeithorizont. Das kann sein, dass Stunden gut läuft, du aber im Gesamten bärisch bist und an irgendeinem Punkt bleibt der Markt stehen und geht wieder zurück. Ja, wo viele Trader dann nicht wissen, warum macht er das? Das ist der übergeordnete Trend. Ja, deswegen, das ist ja das, ohne Zielsetzung und klaren Richtlinien oder klaren Ansätzen kann man nicht traden. Man verwechselt dann, wie gesagt, vor allem die Zeiteinheiten, ja. Ich glaube, dass Bitcoin steigt und so. Das ist zwar schön, aber wie steckst du da drin? Das ist immer oft der Punkt. Also nicht nur Bitcoin, ist ja mit allem so. Aktien, Futures. Wo steckst du wann wie drin? Ne? Und dich interessiert dann eigentlich nur der Zeitraum, in dem du drin bist. Ja? Und dann kommt es eben darauf an, was du traden möchtest. Du kannst einen kurzfristigen Gegentrend traden, du kannst aber dann wieder den langfristigen Haupttrend traden. Der ist für mich bärisch momentan. Ja. Mit potenziellen kurzfristigen, wie gesagt, Aufwärtsbewegungen, aber ich denke, dass er mittelfristig noch ein bisschen abgeben wird, der Markt. Das sieht also eigentlich schon ganz danach aus, auch von der Dynamik her. D-Minus ist hier also ganz klar dominierend im Daily, sehr, sehr stark. Und erholt sich hier zwar, ist aber am unteren Ende, erfahrungsgemäß, wie gesagt, sind die Rebounds ein bisschen stärker, wenn der Markt bullischer sein will, sage ich mal so. Ja. Und das gibt eben das Sentiment, dass der Markt hier vor allem in diesen Punkten wahrscheinlich scheitern wird, wenn er sie antestet. Also eigentlich könnte man drauf lauern, wenn man sagt, okay, wenn er hier nochmal kurz hochkommt, wäre das ein schöner Short-Einstieg, vor allem du hast engere Stops hier. Ja, das wäre also mal zum Bitcoin meine ADX, Bollinger und Parabolik-Diskussion. Ne? Und ich werde bald ein Video machen, oder einige Videos nochmal zum ADX, zu diesen drei Helfern, Parabolik, Bollinger und Percent B. Und da werde ich auch Diskussionen machen, starten, diskutieren. Ein bisschen provokativ, aber es gibt da noch ein, es muss noch ein Paradigmenwechsel, denke ich, stattfinden. Wenn man ein höheres Niveau oder ein besseres Niveau im Trading erreichen möchte. Da gibt es kein besser oder schlechter in der Form. Ob jetzt Market Profile, Volume Profile, ADX, MACD und das und jenes, ob das jetzt nun besser oder schlechter ist. Es ist anders, ja, auf der einen Seite. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass vor allem auch der Bollinger sehr, sehr viele Informationen beinhalten, die andere Indikatoren nicht haben können. Ja, in der Form. Und man kann, wenn man diese Indikatoren, diese wenigen, drei, vier, sehr gut studiert, sage ich mal, eleganter und einfacher durch die Gegend traden, sage ich mal, nach wiederholbaren Szenarien, als bei anderen Indikatoren oder Kombinationen. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass etwas schlechter oder besser ist. Ja, aber es geht ums, ja, wie soll ich sagen, es ist vielleicht schwer zu erklären. Ich mache ein extra Video dazu, auch mit einer anderen Überschrift, sonst ist das auch ein anderes Thema jetzt hier in der Besprechung. Aber
Ja, ich mache ein anderes Video. Okay, lass es mal gut sein. Dann bis dann, danke euch.